dass ihr hier seid zum Match Me If You Can Spezial. Wir haben hier einige Partner heute Abend vor Ort, die euch darauf vorbereiten können, dass euch die nächste Fußball-WM nicht kalt entwischt. Total wichtig ist, dass Menschen zusammenkommen, um sich in einer gelösten Atmosphäre abseits des Büroalltags am Schreibtisch miteinander auszutauschen, ins Gespräch zu kommen. Da entstehen tolle neue Netzwerke, entstehen tolle neue Kontakte, aus denen dann wieder Geschäft entsteht, aus denen man Beziehungen knüpfen kann, die man hinterher nützlich machen kann. Jetzt hier zum Netzwerken, ein paar Leute finden. Ich bin auch hier, um ein Serienprojekt zu pitchen und Produktionsfirmen und Partner zu finden. Ich war nämlich gerade bei Eyes and Ears und da meinte eine Kollegin, oh Christoph, du musst unbedingt hier hinkommen, das ist super interessant. Es mischen sich auch immer wieder neue Branchen oder branchenähnliche Leute und Gäste unter die Menge, wo ich einfach sage, es ist interessant, was die Leute hier machen und wie sich die Branche in Köln bzw. in NRW entwickelt. Hier waren Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, wir haben schon ganz tolle, interessante Projekte angeliefert. Jedes Mal erweitere ich eigentlich meinen Kreis um zwei, drei Leute, die ich auch ganz nett finde. Und das ist eigentlich das, was ich mir erhofft habe und was auch heute eingetreten ist. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen mal zusammenzuarbeiten. Also ich bin da sehr offen und mal gucken, was der Abend noch so bringt. Ich habe die Woche mit jemandem telefoniert. Wir wären eigentlich zu ihm nach Düsseldorf gefahren. Da meinte er, du bist nicht zufällig auch auf der Veranstaltung morgen? Dann ich so, doch, zufällig ja. Und dann konnten wir uns jetzt echt hier treffen. Also ich fand eine gute Idee, das mit diesen Battles, das erzeugt aber eine ziemlich gute Atmosphäre. Also ich wurde jetzt von drei, vier Leuten auch einfach nur angesprochen, was machst du denn so? Was heute besonders gut ist, ich hasse Veranstaltungen, wo die Musik zu laut ist. Ich hasse Veranstaltungen, die nur drin sind. Es ist super geiles Wetter und es ist toll, dass die Location auch irgendwie einen Außenbereich hat.